Herzlich willkommen zu unserem Miniguide. Beginnen wir mit einem kurzen Überblick zu Rakan. Er gehört der Rolle der Unterstützer an und man spielt ihn auf der Botlane als Support. Seine Schwierigkeit liegt im mittleren Bereich, dennoch ist nach kurzer Zeit gut spielbar. Den Schaden, den er verursacht, ist gemischter Schaden. Außerdem besitzt er eine moderate Robustheit und kann durchaus Schaden einstecken. Abschließend kann man sagen, dass er am stärksten in der Mitte des Spiels ist. Das war's aber erstmal mit dem Überblick. Weiter geht's mit den Fähigkeiten. Beginnen wir mit der Passive Aufgeplustert. Rakan hält in regelmäßigen Abständen ein Schild, das Schaden abwehrt. Bei der Q schleudert Rakan eine magische Feder, die magischen Schaden verursacht. Wenn ein Champion oder ein episches Monster getroffen wird, erhält Rakan die Möglichkeit, seine Verbündeten und sich zu heilen, indem er zu ihnen läuft und sie berührt. Sollte er das nicht tun, erhält er nach kurzer Zeit die gleiche Heilung für sich alleine. Kommen wir zur W. Rakan springt an einen Ort und schleudert dort kreisförmig alle getroffenen Gegner in die Luft und verursacht Schaden. Die E ist der Kriegstänzer. Er fliegt zu einem verbündeten Champion und gewährt ihm ein Schild. Nach kurzer Zeit kann diese Fähigkeit ohne Kosten erneut aktiviert werden und somit nochmals ein Schild sowie ein Sprung zum Verbündeten ausgeführt werden. Zu seiner großen Liebe Xayah hat er außerdem eine erhöhte Sprungreichweite. Zum Schluss zur Ultimate, steppt dir den Weg frei. Dabei erhöht sich Rakans Lauftempo und er bezaubert berührte Gegner und fügt ihnen magischen Schaden zu. Jeder Gegner kann nur einmal bezaubert werden. Danke, dass du unseren Miniguide angeschaut hast. Wir hoffen, dass er dir gefallen hat und du jetzt ein besseres Verständnis für den Champion hast. Wenn du noch mehr über andere Champions erfahren möchtest, schau gerne in unsere Miniguide-Playlist rein. In der haben wir nämlich alle Champions einmal durchgemacht. Wir bedanken uns bei dir für deine Unterstützung und freuen uns, wenn du weiterhin unseren Content verfolgst. Bis bald und Hashtag StayUntiltable.